Die EU-Kommission verklagt das Mitgliedsland Ungarn vor dem Europäischen Gerichtshof und das gleich zweimal. Es geht um mutmaßliche Verstöße gegen EU-Recht. Eine Klage richtet sich gegen ein umstrittenes ungarisches Gesetz, das Werbung für Homo- oder Transsexualität verbindet. Nach Ansicht der Kommission diskriminiert es Minderheiten aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Zum anderen geht es um den Entzug der Sendelizenz für den unabhängigen ungarischen Sender Clubradio. Nach 7 Verhandlungsrunden noch keine Einigung in Sicht. Und bereits zum 3. Mal wird gestreikt im laufenden Tarifkonflikt für die 12.000 Beschäftigten in Deutschlands Seehäfen. So verhärtet waren die Fronten in der Branche seit Jahrzehnten nicht mehr. Um Druck zu machen für ihre Forderungen nach deutlich mehr Lohn und Gehalt, gingen heute in Hamburg mehrere tausend Hafenarbeiter auf die Straße. Dabei kam es auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Heute auf der Straße und nicht im Hafen. Tausende Arbeiter ziehen durch die Hamburger Innenstadt. Verdi fordert insgesamt 10-14% mehr Lohn. Angesichts der aktuell hohen Inflation will die Gewerkschaft außerdem nach einem Jahr neu verhandeln. Wir sind angetreten in dieser Tarifrunde für eine kräftige Lohnerhöhung für die Hafenarbeiter und eine Sicherheit. Und das aktuelle Angebot bietet eben genau diese Sicherheit im nächsten Jahr nicht. Deswegen wollten wir eine Erhöhung auf 12 Monate, weil wir alle keine Glaskugel haben und wissen, was kommt. Die Streiks legen die deutschen Seehäfen weitgehend lahm. Dabei stauten sich schon vorher rund 20 Frachter in der deutschen Bucht. Die Hafenbetreiber nennen die Streiks unverantwortlich und beharren auf ihrem Angebot. Zwischen 5-12% mehr Lohn, allerdings verteilt auf 2 Jahre. Die Lieferketten sind schon sehr stark unter Druck. Durch die Streiks wird das noch verstärkt. Und wir verlieren das Vertrauen unserer Kunden. Die deutschen Seehäfen galten immer als teuer, aber zuverlässig. Und diesen guten Ruf verspielen wir im Moment. Die Fronten sind verhärtet. Die Warnstreiks juristisch zu verhindern, war den Arbeitgebern nicht gelungen. In Hamburg entschied das Arbeitsgericht aber, bis Ende August muss weiter verhandelt werden. In dieser Zeit muss Verdi auf Streiks verzichten. Und zum Aktienhandel jetzt zu Dorothee Holz in der Frankfurter Börse, wo man die Lufthansa heute im Blick hat. Das Unternehmen hat vorläufige Zahlen veröffentlicht. Wie fallen die denn aus? Die fallen auf jeden Fall besser aus als erwartet. Die Lufthansa streicht ja tausende von Flügen, sehr zum Ärger der Fluggäste. Aber geschäftlich gibt es deutliche Fortschritte. Im 2. Quartal machte die Airline einen operativen Gewinn von bis zu 400 Millionen Euro. Ein Jahr davor stand ein Verlust von knapp 830 Millionen Euro in den Büchern. Der Umsatz hat sich zwischen April und Juni mehr als verdoppelt und die Schulden dürften um rund 2 Milliarden Euro zurückgehen. Verdient hat die Lufthansa das Geld vor allem im Frachtgeschäft und dank einer höheren Ticketnachfrage. Und die Aktien machen einen deutlichen Satz nach oben, und zwar um 6,7%. Wegen der vielen Probleme bei der Airline und an den Flughäfen ging es in den letzten Wochen allerdings deutlich bergab. Auch der DAX hat kräftig Federn gelassen. Auch hier eine deutliche Erholung. Der DAX legte 2,7% zu, steigt auf 12.854 Punkte. Also ein richtig starker Wochenausklang. Dankeschön für diese Information, Dorothee Holz.